Es gab eine Umfrage mit 80 Fragen für Warrior Kids Fans und wer ist deine Lieblingskatze, war eine Frage davon. Insgesamt gab es 456 gültige Antworten und es wurden 76 Katzen genannt. Hier geht es aber nur um die Top 10 Katzen. Übrigens, dieses Video ist spoilerfrei. Platz 10 mit 13 Stimmen ist Blatzi. Gestimmt haben welche für sie, weil sie fürsorglich und liebevoll ist und sich gut um andere kümmert. Aber auch, weil sie eine spannende Geschichte hat. Platz 9 mit 15 Stimmen ist die Schwester von Blatzi, Eichhornschweif. Ihr habt für sie gestimmt, weil sie gerecht und ebenfalls fürsorglich ist. Außerdem findet ihr ihre Dynamik mit Blatzi sehr toll. Auf Platz 8 mit 17 Stimmen haben wir Geißel. Für ihn wurde wegen seinem coolen Aussehen abgestimmt, aber auch seine Vergangenheit hat manche scheinbar überzeugt. Auf Platz 7 mit 19 Stimmen ist Distelblatt. Als Begründung wurde oft genannt, dass sie eine Art Heldin ist. Und ihr findet auch, dass sie sehr vielseitig und besonders ist. Mit 20 Stimmen ist auf Platz Nummer 6 Efeusee. Ihr findet sie interessant und mutig. Viele fanden auch, dass ihre Stellen im Buch oft sehr spannend zu lesen war und es ein allgemein gut geschriebener Charakter ist. Kommen wir zu Platz 5. Diesen Platz belegt mit 22 Stimmen Ahornschatten. Viele haben geschrieben, dass sie ein Charakter mit sehr viel, leider auch ungenutztem Potenzial ist. Und viele finden ihre Geschichte auch einfach toll. Auf dem 4. Platz haben wir mit 23 Stimmen Rußpelz. Ihr mögt an ihr, dass sie ihr Schicksal so mutig angenommen hat und es können sich auch viele mit Rußpelz am besten von allen Charakteren identifizieren. Und wo wir schon mal bei Rußpelz sind, auf dem 3. Platz mit 25 Stimmen ist Gelbzahn. Ihr habt für sie gestimmt, weil sie sehr viele Katzen geholfen hat und weil sie immer stark geblieben ist. Eine sehr mutige Katze. So, kommen wir nun zu den beiden besten Plätzen. Auf dem 2. Platz ist mit 29 Stimmen Feuerstern. Gewählt wurde er, weil er ihn für einen der wichtigsten Katzen hält, aber auch, weil er die Clan-Katzen so gut zusammengehalten hat. Jetzt ist es Zeit für Platz Nummer 1. Feuerstern hat schon 29 Stimmen bekommen, der erste Platz hat aber 78 Stimmen bekommen. Das ist mehr als die Plätze 4, 3 und 2 zusammen. Und mit diesem riesigen Vorsprung landet folgende Katze auf dem ersten Platz. Heerfeder. Viele scheinen seine sarkastische Art einfach zu lieben. Allgemein finden ihn viele einfach nur lustig. Außerdem mögt ihr seine ehrliche Spontanität und sein großes Wissen. Darum ist Heerfeder, zumindest laut dieser großen Umfrage, der beliebteste Charakter aus Warrior Cats. Ach ja, kleiner Fun Fact, vor 3 Jahren habe ich schon mal eine Umfrage darüber gemacht, was denn die beliebtesten Charaktere aus Warrior Cats von euch sind. Und diese Top 10 Liste, die ich damals gemacht habe, sieht sehr anders aus. Heerfeder ist in der Top 10 noch nicht mal drin. Allerdings hatte die alte Umfrage auch nur ein Viertel von den Stimmen, die es heute in dieser Umfrage gab. Trotzdem, Halleluja! Das war's mit der Top-Liste. Jetzt könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Katze eurer Meinung nach hier in dieser Liste gefehlt hat oder welche Katze ihr in dieser Liste nicht wirklich nachvollziehen könnt. Da würden mich ein paar Kommentare mal sehr interessieren. Jetzt aber noch vielen Dank an Imflay, Wasserfell und Acorntail für die Spenden auf Patreon. Und auch danke an die Serverbooster und alle Leute, die Fanarts malen. Man kann das alles jetzt hier sehen. Vielen Dank. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Macht fleißig weiter beim Art Contest mit. Es sind mittlerweile über 100 Bilder. Und bis zum nächsten Video. Möge der Sternclan euren Weg erleuchten.